los! Sie reiten durch die Berge, fahren übers Meer. Sie finden große Schätze, jagen Dieben hinterher. Zusammen geht es besser, da macht's ihnen richtig Spaß. Zusammen sind sie spitze, denn sie bewegen was. Was sind wir? Freunde und schlagbare Freunde. Ja, das sind wir. Was sind wir? Als Ben an diesem Tag von der Schule nach Hause ging, lag etwas Magisches in der Luft. Dicker Nebel zog durch die Straßen und verschluckte die meisten Geräusche. So, als wäre Ben in eine andere Welt geraten. Sein Freund Nikolas hatte ihm von den sagenhaften Göttern des alten Griechenlands erzählt, und es kam ihm vor, als wäre er direkt auf dem Weg zu ihnen und ihrem Wohnort, dem wolkenumzogenen Berg Olymp. Kaum war er zu Hause angekommen, schnappte er sich seine Spielzeugkiste und begann, den Götterberg nachzubauen. Mit viel Fantasie. Zuerst stapelte er Kissen und Decken zu einem großen Gebirge auf. Dann holte er aus dem Badezimmer Watte für die Wolken und verteilte sie rings um den großen Säulenpalast, der sich auf der Bergspitze befinden sollte. Er brachte Fackeln an und stellte einen langen Tisch für ein üppiges Festmahl in die Mitte. Als letztes kam der Thron für den obersten Gott dazu. Ben sah sich alles an und war sehr zufrieden mit seiner Spielwelt. Jetzt brauche ich nur noch die Götterfiguren. Mal sehen. Ah, da ist Zeus, der oberste Gott. Und hier seine Frau Hera. Wen noch? Vielleicht ein paar Ungeheuer. Ja, die sind gut. Und wen nehme ich als Helden? Keine Frage. Die Playmos. Hey, wie wär's? Wollt ihr mit auf ein großes Abenteuer? Ben? Ja? Mit wem redest du da? Mit niemandem, ich spiele nur. Spielen? Wir hatten gesagt, dass du zuerst deine Hausaufgaben erledigst, wenn du von der Schule kommst. Deine Schultasche liegt aber noch im Wohnzimmer. Mama, ich bin doch gerade erst heimgekommen. Deswegen heißt es ja auch Hausaufgaben. Kann ich die nicht später machen? Jetzt hab dich nicht so. Das geht ganz schnell. Und nachher kannst du weiterspielen. Bitte. Mach mich nicht wütend, Ben. Du kannst das im Wohnzimmer erledigen. Dann helfe ich dir, wenn du willst. Echt jetzt? Klar, kein Problem. Waschen, kochen, Hausis machen, alles inklusive. Bei den Hausaufgaben hatte Ben keine Chance. Er musste also den Olymp mit seinem Palast und den Göttern allein im Zimmer zurücklassen. Das heißt, nicht ganz. Seine Playmos waren ja noch da. Die Playmos waren Bens Lieblingsfiguren. Der Freche mit den Wuschelhaaren hieß Emil. Der Kräftige mit dem gemütlichen Grinsen hieß Sam. Und der Name des Mädchens mit den blonden Haaren war Liv. Der bunte Papagei mit Namen Captain Tolle musste auch immer mit dabei sein. Was Ben jedoch nicht wusste, die vier konnten lebendig werden, wenn niemand anderes im Zimmer war. Kaum hatte sich die Tür geschlossen, geschah etwas sehr Merkwürdiges. Die Watte verwandelte sich in echte Wolken, die tief um den Berg herumhingen. Das Feuer der Fackeln begann in der Luft hin und her zu flackern, und auf der langen Tafel dampften fremdartige Speisen in goldenen Schüsseln. Die Playmos wurden mit einem Mal lebendig. Alles wurde mit einem Mal lebendig. Sowas. Das sieht ja aus wie in einem Märchen. Wo sind wir? Irgendwo hoch oben, würde ich sagen. Im Gebirge. Hast du schon mal so komische Säulen im Gebirge gesehen, Liv? Nein, Emil. Aber wie du unschwer erkennen kannst, sind wir oberhalb der Wolkengrenze. Und unter uns sind Felsen, also befinden wir uns im Gebirge. Liv hat bestimmt recht. Hat sie doch immer. Okay, okay. Aber wo kommen die Säulen her? Es gibt sogar mehrere Etagen. Das wirkt fast wie ein Palast. Hey, reimen tu nur ich.
Das wäre sonst lächerlich. Stimmt, tolle. Den hat sich vielleicht so ein Superreicher hier hingebaut. Der Tisch ist auch schon gedeckt. Gehen wir rüber? Ich will sehen, was es gibt. Du denkst doch nicht daran, dir einfach was zu nehmen, oder, Sam? Und wenn schon. Hier ist doch keiner. Darum ist Tolle auch verwundert. Ich wette mit euch 1 zu 100. Hier ist was faul in dem Palast. Ich rate ab von schneller Hast. Ich will bloß gucken. Du darfst aber nicht einfach zugreifen. Ja, schon gut. Seht euch nur den spiegelglatten Boden an. Das ist echter Marmor. Erinnert mich an die Zeit der griechischen Antike. Bei den Säulen handelt es sich nämlich um sogenannte ionische Säulen. Griechische Antike. Na klar, wir sind auf dem Olymp. Hey, Leute, kann man das essen? Sieht ein bisschen aus wie Honig. Warte mal, auf dem Olymp? Meinst du, wir sind auf dem höchsten Berg Griechenlands, Emil? Na logisch. Das muss die Gegend der gewaltig genialen, großmächtigen Götter der greisalten Griechen sein. Götter? Jetzt mach aber mal einen Punkt. Glaub mir, die Griechen haben für alles Götter. Die einen kümmern sich zum Beispiel um die Liebe. Andere verkörpern die Weisheit oder sind für die Ernte zuständig. Es gibt sogar einen Gott nur für Weintrauben. Aber die existieren doch nicht wirklich. Ach nein? Und warum hören wir dann Hafenmusik? Schau dir doch die goldenen Teller und die ganzen edlen Sachen an. Sogar die Treppe ist aus Gold. Ich sage euch, die sind hier irgendwo. Als hätte mein Freund Emil davon eine